Einer der Gründe, weshalb ich Theaterwissenschaft studiert habe, ist, weil ich wahnsinnig gerne ins Theater gegangen bin. Und mein Vater, der ja zu der Zeit RIAS-Direktor war, ich habe viel Radio gehört, viel RIAS gehört. Einfach, das ist so eine andere Generation. Wir hatten zwar einen Fernseher, aber ich habe sehr gerne Radio gehört. Unter anderem eben auch Hörspiele. Das wird ja heute kaum mehr produziert, sehr wenig. Aber damals gab es regelmäßig Hörspiele. Und da habe ich eines Tages zu meinem Vater gesagt, sag mal, kann ich da mal hospitieren? Darf ich da mal zugucken? Da hat er gesagt, ja, frag unseren Hörspieldirektor. Dann habe ich dem ein Briefchen geschrieben. Und er hat natürlich gesagt, ja. Und da habe ich ein paar Mal hospitiert und der war wahnsinnig nett zu mir und dem habe ich dann oft Fragen gestellt. Da habe ich gesagt, ja, wenn man das so sagt, ah, warum sagt er das jetzt so und so und so? Und dann haben wir über Theater gesprochen, dann hat er mich auch mal mitgenommen ins Theater. Ich bin wirklich sehr, sehr oft ins Theater gegangen. Und eines Tages sagt er zu mir, ja, also mit der FU, da ist ja nichts los im Moment, da wird ja immer nur protestiert, demonstriert. Hier ist ein Text, lern den doch mal auswendig. Es war ein Shakespeare-Text, kann ich mich erinnern. Und das habe ich auswendig gelernt. Und dann hat er gesagt, so, und jetzt arbeiten wir das mal zusammen. Und das fand ich wahnsinnig aufregend. Ach, das hat mir so einen Spaß gemacht. Einfach diesen Text ganz genau durchzugehen und dann auch, ja. Und dann sagt er eines Tages, du meldest dich an der Schauspielschule am Reinhardt-Seminar. Und ich hatte überhaupt keine Absicht, Schauspielerin zu werden. Ich wollte zum Theater. Aber ich hatte mir vorgestellt, ja irgendwie in die Dramaturgie oder... ja. Echt, war das auch nie Ihr Traum auch als Jugendliche irgendwie so, ach, vielleicht könnte ich mal, das war... Da sind Sie so reingerutscht. Ja. Ich wollte nur im... Ach so, und er hat mir auch ermöglicht, dass ich mal hospitiert habe bei Theaterproben. Und da ist natürlich auch der Funke übergesprungen, nicht? Und wie ich dann angenommen wurde am Reinhardt-Seminar, dann habe ich Schauspiel studiert.